Guten Morgen Österreich, heute aus Galsbach, heißt es am 26. April 2017. Die ORF-Morgenshow gastiert in der Vitalwelt Hausruck-Gemeinde. Nicht zu sehr viel Schlaf sind in den letzten Wochen auch die Organisatoren vor Ort gekommen. Ja, begonnen hat es am 10. März. Wir haben kurz vorher einen Anruf bekommen vom ORF und dass am 10. März kommen, und wir haben eigentlich zu dem Tag noch nicht gewusst, was auf uns zukommt. Und ja, und dann haben wir ein Gespräch geführt mit dem ORF und seitdem arbeiten wir eigentlich fast täglich dran. Eine Sendung mit 30% Marktanteil, das ist natürlich auch eine einmalige Chance für den Kurort, sich einem sehr breiten Publikum zu präsentieren. Und Zeigenswertes hat Galsbach so einiges zu bieten. Etwa das Gesundheitszentrum Zeileis. Der Leitbetrieb in Sachen gesund bleiben bzw. gesund werden hat sich in beinahe 9 Jahrzehnten einen Namen mit Weltruf erarbeitet. Wir haben Patienten aus allen Kontinenten, aus allen Herren Ländern, wobei natürlich schon der Zentralraum Österreich, Schweiz, Italien und rundherum so die benachbarten Länder sind, wobei auch immer mehr die osteuropäischen Länder zu uns finden. Was ist das Besondere am Gesundheitszentrum oder im Gesundheitszentrum Zeileis? Dass wir uns um jeden Patienten kümmern und uns um jeden Patienten gleich gut kümmern. Es gibt keine Unterschiede, weder vom sozialen Rang noch sonst etwas. Und es gibt natürlich schon eine ganze Menge an Therapien, wo wir sehr vielen Patienten oder fast allen Patienten wenigstens teilweise helfen können. Was würde der Chef des Hauses als Schwerpunkt bezeichnen? Ja, Schwerpunkt ist sicher die sogenannte Zeileis-Hochfrequenztherapie, die von meinem Urgroßvater eigentlich erfunden worden ist, dann in den nächsten Generationen noch verfeinert worden ist, aber prinzipiell immer noch auf den Füßen steht, wie es mein Urgroßvater entwickelt hat. Naja, Zeileis ist natürlich der Leitbetrieb in Galsbach, weil Zeileis uns ja seit nahezu 100 Jahren begleitet und eigentlich den Ort eigentlich erst ausmacht. Ja. Und wenn man hinter uns schauen, das sieht man natürlich jetzt nicht, haben wir ein großes Wasserschloss, das war der Ursprung, jetzt gibt es ein großes Institut und dieses Institut ist weltbekannt und es haben schon sehr viele Persönlichkeiten in Galsbach kassiert und eine Heilung erfahren und das ist ja eine gute Sache. Die Marktgemeinde kann aber auch mit Kunst brillieren. So hat sich etwa ein regelrechter Kirchentourismus entwickelt. Aus nah und fern kommen Interessierte, um sich die Pfarrkirche anzusehen, die sich ihren Ruf durch eine einzigartige Kombination aus Alt und Neu geschaffen hat. Modern der neue Kircheninnenraum, alt allerdings die Decke, das sind nämlich die Bretter des ursprünglichen Kirchenbodens. Gerade erst eingeweiht wurde die Orgel, alt, weil beim Neubau stehen gelassen ist dagegen der Kirchturm. Ein Objekt der Sehbegierde der unzähligen jährlichen Besucher ist auch der von Erwin Burgstaller geschaffene Kreuzweg. Der Galsbacher Künstler ist aber nicht nur in seiner Heimatgemeinde ein gefragter Mann. Seine Skulpturen und Brunnen zieren die Hauptplätze von vielen europäischen Städten. Eine andere, auch international tätige Künstlerin hat ebenfalls in Galsbach ihr Zuhause gefunden. Roswitha Nickel wohnt und arbeitet seit 2003 in der Kurgemeinde. Sie hat sich unter anderem durch ihre künstlerischen Arbeiten bei den Rheinbacher Evangelienspielen, die heuer vom 14. bis 25. Juni wieder ihre Tore öffnen, einen Namen gemacht. Ja, seit 3 Jahren gibt es eine gute Zusammenarbeit mit den Saunas, und vor 3 Jahren habe ich die Kleider für die Schauspieler gemalt, voriges Jahr ein Stück vom Bühnenbild und heuer ein riesengroßes Glasobjekt mit 30 Quadratmeter. Da ja bekanntlich der Apfel nicht weit vom Stamm fällt, ist auch der Sonnemann der Künstlerin kreativ unterwegs. Mit Freunden werden originalgetreu Filmfiguren produziert, mit denen man dann bei Filmpremieren etwa für die Star-Movie-Kinokette posiert. Garage-Inc.at nennt sich die Garagengeschichte à la Microsoft. Aber auch in Sachen Freizeit und Urlaub hat Galsbach Besonderes zu bieten.
etwa das einzigartige Naturerlebnisbad. Natürlich gehört zu Gesundheit und Natürlichkeit, das ist in Gölschbach natürlich auch groß geschrieben. Wir haben mehrere Parkanlagen und da ist ein Naturbad eine automatische Folge daraus. Wir haben da eine riesengroße Wasserfläche, welche zu natürlich den Schwimmbewegungen animiert. Wir haben ein tolles Gelände, historisch gewachsen mit Bäumen und alles im naturbelassenen Zustand. Und man kann sich dort wirklich wohlfühlen und man kann da sehr schöne Stunden verbringen. Vor allen Dingen alles ohne Chemie. Ohne Chemie, ohne Chlor. Früher war es mit Chlor, heute ist es reine biologische Reinigung, die stattfindet. Dass eine Gesellschaft erst mit Vereinen und deren vielen Ehrenamtlichen richtig lebens- und liebenswert wird, das beweist Galsbach ebenfalls. Der Zusammenhalt in Galsbach, der ist ja auch historisch gewachsen. Wir haben sehr viele Körperschaften und Vereine, die miteinander arbeiten. Wir haben eine tolle Goldhaubengruppe, wir haben eine tolle Musik und wir haben einen tollen Kameradschaftsbund. Also wir haben Feuerwehren, die sich sehen lassen können und wir haben viele, viele andere Teilbereiche wie den Sport im Sport der GSK oder eben auch das Tischtennis, Tennis. Also wir können wirklich für alle Jugendlichen, für alle Junggebliebenen, für alle Jungen wirklich Galsbach alles bieten. Die Hausruck-Gemeinde kann auch Welt- und Europameister ihr eigen nennen. Dafür sorgen Sportlerinnen und Sportler aus eben diesen Vereinen. So etwa die Gespannfahrerin Andreas Schöftner. Es gibt also hunderte Gründe, warum Galsbach nicht nur einen, sondern viele Besuche wert ist. Galsbach hat zwar einige wunderschöne Parks zu bieten, das neue, sehr geräumige Bienenhaus steht aber inmitten einer der schönsten Grünflächen des Luftkurortes. Der Naturerlebnispark befindet sich im Herzen des Ortes, zwischen dem Institut Zeileis und dem Marienheim, in dem ältere und pflegebedürftige Menschen ihren Lebensabend verbringen und die jetzt nur ein paar Meter von dieser Oase der Ruhe entfernt sind. Wobei das Wort Ruhe nicht ganz zutrifft. Denn beim neuen Highlight des Themenparks, dem Bienenhaus, summt es an schönen Tagen natürlich ordentlich, wenn Biene Meier auf Nektarsuche fliegt. Ein neu angelegter Naschgarten mit verschiedenen Obstbäumen und Sträuchern lädt zum Spazierengehen, aber auch zum Verweilen ein. Natürlich dürfen die süßen Früchte auf den Sträuchern und Bäumen auch gekostet werden. Deshalb heißt dieser Teil des Parks ja auch Naschgarten. Apropos Kinder, die können in der Wiese absolut giftfrei spielen. Denn auch hier ist Galsbach wieder einmal Vorreiter. Ja, wir als Gemeinde haben uns dazu entschieden, dass wir einen Unkrautvernichter auf einem Verdampfungsfahren basierend anschaffen und mit dem dann wir aktiv bei uns in Galsbach unsere Gemeindewege von Unkraut befreien und komplett ohne Glyphosat. Mit all diesen Besonderheiten ist der Naturerlebnispark eigentlich ein Muss für jede Frau und jeden Mann. Im Besonderen aber für Familien mit Kindern und auch für Schulklassen und Kindergartengruppen. Ja, der Naturerlebnispark beinhaltet natürlich auch die Kleintierzüchter mit den Vogelvoleur. Das heißt mit sehr, sehr vielen Vögeln und Fasanen und allen möglichen Rassen, die dort zur Schau gestellt werden. Es sind die zwei Naturdeiche drinnen, die traditionell bestehen. Eine Mittelpavillon, schön hergerichtete Wege, die auch behindertengerecht oder beziehungsweise eben so gerichtet sind, dass man wirklich auch mit Rollstuhl, Rolli und auch mit Kinderwagen ordentlich passieren kann. Ein weiterer Grund, in die Kurgemeinde zu reisen, ergibt sich im Sommer. Also das große Highlight ist bei uns natürlich die Bummelnächte. Die finden statt von 6. Juli bis 31. August, jeden Donnerstag bei Schönwetter. Galsbach, eine Kur- und Tourismusgemeinde, die sowohl Gäste wie auch Einheimische in ihr Herz geschlossen haben. Also ich kenne Galsbach schon sehr gut, weil meine Schwester hier sehr, sehr lange gewohnt hat. Ich war oft zu Besuch in Galsbach. Ja, ich glaube schon, also vor allem in das Institut Zeileis, das ist ein sehr bekanntes Institut. Dieses wunderschöne Wasserschloss da hinter uns. Wir werden morgen Galsbach ein bisschen näher vorstellen und ja, haben ein vielseitiges Programm. Ja, wir sind keine gebürtigen Galsbacher, wir sind vor 15 Jahren dahergekommen und ich muss sagen, erstens einmal die schöne Wohnlandschaft, das ist einmal ganz super und diese Herzlichkeit von den Menschen, also das muss man schon sagen, man wird sehr gut aufgenommen und sind alle sehr hilfsbereit und
toll eigentlich. Unser Resümee. Guten Morgen Österreich und die Vitalwelt Hausruck-Gemeinde Galsbach. Zwei Sachen, die man einfach sehen muss.